So, nun kommen wir zu der Berufsreifeprüfung von der BHS vom Mai 23. Die habe ich jetzt noch vernachlässigt. Okay, hier Aufgabe 1, Wandern. Das Wandern ist das Müllauslust. Nein, Lukas unternimmt eine Wanderung. Okay, zu Beginn wandert er für 1 Stunde und 15 Minuten mit einer konstanten Geschwindigkeit von 4 km/h. Also 1 Stunde, 15 Minuten haben wir 4 km/h. Gut, das wäre so eine normale Gehgeschwindigkeit. Dann wandert er mit einer konstanten Geschwindigkeit von 2 km/h weiter. Aha, nachher 2 km/h. Er benötigt für die gesamte Wanderung 3 Stunden 45 Minuten. Also insgesamt 3 Stunden 45 Minuten. Okay. Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit für die gesamte Wanderung. Okay, also da wird erst einmal was. Ich brauche also die zweite Zeit. Da habe ich 1 Stunde 15 Minuten. Insgesamt 3 Stunden 45. Das heißt 2 Stunden dazu und 2 Stunden und 30 Minuten sind dann 45. Insgesamt. Okay, dann kann man das wieder streichen als Information, die habe ich jetzt hier eingearbeitet. Gut, wie kann ich also jetzt eine mittlere Geschwindigkeit ermitteln? Soll ich einfach 2 plus 4 ist 6, dividiert durch 2 ist 3, also 3. Das kann nicht stimmen, weil hier viel längere Zeit diese Kilometer pro Stunde hier zurückgelegt wird. Ja, jetzt kann man sagen, wir machen ein gewichtetes Mittel, ein schönes Wort. Und was heißt das jetzt genau? Ja, na, wir werden uns einfach, wenn ich eine Geschwindigkeit und eine Zeit habe, was kann ich mir da ausrechnen? Die Wegstrecke. Genau, das heißt, ich werde mir beide Wegstrecken hier mal ausrechnen und addieren und dann zum Schluss dividieren durch die Zeit. Mein Weg durch Zeit ist ja wieder die Geschwindigkeit. So, das heißt, also für die erste Wegstrecke müssen wir also die 1 Stunde 15 Minuten ist 1, wie viel? Das ist ja 1, ja, die 15 Minuten sind eine Viertelstunde und eine Viertelstunde als Komma ist 0,25, also 1,25 und die das sind 2,5 halbe Stunde. Das heißt, ich muss das als erster Weg. Erster Weg ist also dann die 4 mal 1,25 ist 4 mal 1 ist 4 und 4 mal ein Viertel, das ist 5 Kilometer. Zweiter Weg wäre die 2 Stundenkilometer multipliziert mit 2,5 ist ebenfalls 5 Kilometer. Ja, da hat er ein bisschen länger gebraucht. So, insgesamt ergibt es 10 Kilometer. Und die Zeit war insgesamt die 3 Stunden 45, also hier 3,75. Das heißt, ich muss das jetzt rechnen, die 10 Kilometer durch 3,75 Stunden. Und das wird dann 10 durch 3,75. Okay, damit hätten wir dieses Problem gelöst. Erstes Problem. Schauen wir weiter. Was ist das nächste Problem? Jetzt nach dem Lukas macht jetzt die Lena eine Wanderung, ne, damit es ein bisschen geschlechtlich ausgeglichen ist. Der von ihr zurückgelegte Weg kann dabei in Abhängigkeit von der Zeit näherungsweise durch die Funktion S beschrieben werden. Ja, wenn wir eine Funktion S haben, S von t, dann könnten wir die ja auch gleich direkt im Taschenrechner eintippen. Wer weiß, was wir da brauchen? Okay, ja, wir brauchen das auf jeden Fall. 0,32 t hoch 3 minus 2,32 mal t Quadrat plus 7,08 mal t. Und dann haben wir das von 0 bis
4,5. Okay, Stunden. Ja, also Kilometer und Stunden haben wir hier. Da schreiben wir es nur auf. Kilometer und Stunden. Okay, dann haben wir so den Graphen dargestellt. Okay, so eine schöne S-förmige Linie. Und jetzt ist die erste Frage. Ermitteln Sie, nach welcher Zeit Lena mit der geringsten Geschwindigkeit wandert? Aha, also das ist die Wegstrecke. Was ist denn dann die Geschwindigkeit? Naja, das haben wir beim Differenzieren. Die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit ist ja S' von t. Ich kann das jetzt mit dem Rechner ableiten. Ich kann es auch hier einfach ableiten. Also ich müsste dann S von t entsprechend ableiten mit dem Rechner. Das macht der parallel zu mir. Dann ich kann es selber händisch ableiten. Ich muss nur die Hochzahl nach vorn geben. 3 mal 0,32 ist 0,966 mal t um eine Hochzahl weniger. Minus 2 mal 32 sind 4,64 t und plus die 7,08. Was will ich jetzt von der Geschwindigkeit? Die geringste Geschwindigkeit. Ach so. Naja, das heißt davon das Minimum. Das heißt, ich muss noch einmal ableiten. Aha, na ja, bitte. Das heißt also, die Beschleunigung ist dann die Ableitung der Geschwindigkeit, beziehungsweise die zweite Ableitung des Weges. Und das muss ich, was muss ich denn machen? Wenn ich das geringste, das Minimum von dieser Funktion haben will, muss ich ableiten 0 setzen. Also das müssen wir ableiten und Null setzen. Nullsen. So, jetzt hier 2 mal 0,96 ist 1,92 t minus 4,64 und ist gleich 0. Ja, das können wir also jetzt dann hier solven. Das heißt, im Endeffekt ist es 4,64 durch 1,92. 4,64 durch 1,92. Das heißt, t ist 2,417, wenn ich da die 6er Serie aufrunde. Zeit, also Stunden. Okay, das heißt, nach dieser Zeit haben wir also hier die minimale Geschwindigkeit. Ja, bei der Kurve, die ich da hier sehe, damit ich das jetzt noch überprüfen kann, ob das jetzt hier einigermaßen sinnvoll ist. Wo sehe ich denn bei der Kurve die geringste Geschwindigkeit? Also hohe Geschwindigkeit, geringere Geschwindigkeit, hohe Geschwindigkeit. Das ist immer die Steigung. Weil das heißt, hier haben wir geringste Geschwindigkeit. Das ist der Wendepunkt oder der steilste Steilpunkt. Steilste oder geringste Steigung haben wir hier beim Wendepunkt. Okay, das heißt, hier haben wir den Wendepunkt ausgerechnet. Ja, die Zeit wollen wir nur wissen. Okay, damit hätten wir das erledigt. Ermitteln Sie dasjenige Zeitintervall, in dem Lena mit einer Geschwindigkeit von höchstens 5 km/h wandert. Aha, das heißt, da müssen wir jetzt uns die Geschwindigkeit anschauen und die soll gleich 5 sein. Kleiner gleich 5. Also die Steigung wäre also hier die Frage, wo sie kleiner gleich 5 ist, die Steigung. Ja, das wird sie also dann da in irgendeinem Bereich sein, ne? Also da ist sie am geringsten die Geschwindigkeit. Und dann haben wir hier irgendeinen Bereich, in dem die Steigung also eben halt entsprechend gering ist. Kleiner 5. Ja, wir hätten auch da noch schauen können, wie viel die jetzt hier überhaupt ist, die Geschwindigkeit. 2,5 hier eingesetzt. Gut, wurscht, machen wir weiter mit 2. Ich will also haben, dass die Geschwindigkeit v von t soll kleiner gleich 5 sein. Naja, das heißt, das kann ich einfach hier solven. Das schafft also der Solver das v von t bei Strich t und dann soll er mal was angeben. Okay? Ja, der gibt dann hoffentlich was an. Das heißt, hier gibt er an, dass das ein im Intervall das Intervall, das sagt er 0,5 und 4,33. In diesem Intervall ist das erfolgreich
Was ich habe hier. Ja, man kann es auch mit ist gleich machen oder mit kleiner gleich. Wenn es mit kleiner gleich nicht geht, macht man es mit ist gleich. Okay, also ausprobieren und schauen. Ja, probieren geht über studieren. Gut, das war Nummer B. Alles das gehört zur Aufgabe B. Und jetzt gibt es noch C. Ordnen Sie den beiden Geschwindigkeits-Zeitdiagrammen, Förder S, jeweils die zutreffende Aussage von A bis D zu. Okay, das heißt, hier haben wir das eine Diagramm, so gehen wir ein bisschen nach unten, das eine Diagramm hat also eine abfallende Bewegung. Die Geschwindigkeit wird also hier weniger im ersten und beim zweiten wird sie einmal weniger und dann wieder mehr und wieder weniger. So, das A sagt, die Geschwindigkeit ist nach etwa 26 Sekunden am höchsten. Aha, 26 Sekunden am höchsten, das ist ein Blödsinn, das ist bei beiden nicht der Fall. B, die Beschleunigung. Aha, oje, da haben wir die Geschwindigkeit, die wollen wir die Beschleunigung messen. Also schauen wir uns also mal die zwei Kurven an, was das jetzt bedeutet für die Beschleunigung. Die Beschleunigung ist also die Steigung. Okay? Die Beschleunigung ist nach 50 Sekunden, ist sie am geringsten. Naja, das wäre beim ersten der Fall. Da haben wir den Wendepunkt hier, ne? Wendepunkt nach 50 Sekunden. Das wäre so in der Mitte. Beim zweiten haben wir nach 50 Sekunden gerade am höchsten die Geschwindigkeit. Also das heißt, hier könnte man B nehmen. Fürs Erste. C, der zurückgelegte Weg. Oh je, das heißt, das wäre also die Fläche. Wenn ich also hier ein Geschwindigkeitsdiagramm habe, dann habe ich hier nachher die Fläche zu nehmen, um einen Weg zurückzulegen. Der zurückgelegte Weg im Zeitintervall 70 bis 80, das schaut nach einer kleinen Fläche aus, ist länger als jener im 2030. 2030 wäre also hier und 70, 80 hier. 20, 30 wäre da unten und 70, 80 wäre da hier. Aha, der 70, 80 ist der Weg größer als im Zeitintervall 20, 30. Okay, da gehört C her. Trotzdem schauen wir noch D im Zeitintervall 0 bis 100, also das Ganze, ist die Geschwindigkeit nach etwa 75 Sekunden am höchsten. 75 Sekunden am höchsten. Das haut nicht hin, weil hier, also beim ersten stimmt es überhaupt nicht. Aber beim zweiten ist es nur relativ am höchsten, weil absolut gesehen ist es am Anfang am höchsten. Also der Wert ist höher als wie der Wert, muss man genau schauen. Das heißt, das D kann auch nicht stimmen. Also B und C gehört also hier hineingeschrieben. Okay, das wäre dies Nummer 1. Wandern.